World of Warships mit Mutality und heute wieder zu Gast der liebe Andy aka Aikaramba, Community Contributor von World of Warships, World of Tanks und Co. Hi Mo. Jo, Diana, wie gefällt sie dir bisher? Es geht. Sagen wir mal ein Verhältnis, es geht. Aber ich muss jetzt noch sagen, mir fehlt das Feeling und das Gespür von ihr. Mir ist sie einfach ein bisschen zu langsam. Aber da kann sie ja leider. Russische Bauweise. Oh, da kommt direkt eine South Carolina. Oh, die nehmen wir auseinander. Absolut. Also, ausgelegt war das Schiff für 20 Knoten, hat es aber nie erreicht. Deshalb auch hier im Spiel keine 20 Knoten. Oh, die schießt auf mich. Was für ein mieses Vieh. Geh weg. Da ist halt South Carolina auf. Gut, dass er nicht treffen kann. Und dann auch noch eine St. Louis dahinter. Ich drehe mal gleich so ein bisschen weg, muss ich gestehen. Also ich fahre jetzt nicht auf die drauf. Ja, sollten wir tun. Im Tier 3 ist die Diana dann doch nicht ganz so wettbewerbsfähig. Hat noch relativ wenig Kanonen. Oh, was schießt denn jetzt auf mich? Da kommt noch aber eine Samson auf dich zu. Dass wir hier auch nur die Dreier als Gegner haben. St. Louis, Tenryu, ja. South Carolina. Wir drehen ab und fahren nach Süden, da ist es einfacher. Oh ja. Ich habe bisher nur 12 Treffer. 6. Schieß noch ein bisschen auf die South Carolina. Man kommt ja hier schön über die Insel drüber. Schau mich nicht so an, South Carolina. Schau weg. Nein! Triff mich nicht! Ah, jetzt hat die South Carolina aber einen Fehler gemacht. Hat sich aufs offene Feld begeben. Hat nur noch 10.000 HP. Ja, ich bin fleißig drauf. Und dran, da mit runter zu schießen. Sie brennt Gott sei Dank auch sehr schön. Oh ja, an zwei Stellen. Oh, jetzt ist er außer der Reichweite. Ich jage sie aber nicht, da ist auch noch eine St. Louis. Oh nee, du. Kommst du noch weg? Ich gebe Vollgas. Ah, jetzt ist sie bei mir auch außer Reichweite. Schade. Nochmal davon gekommen. Ja, hast ja kaum was abgekriegt. Alles gut. Nee, bisher geht's noch. Ich hab nur jetzt. 8000 Schaden habe ich schon gemacht. Oh, du fleißig. Nee, 6000 erst. Gut, dann halten wir uns gleich noch ein bisschen ran. Da kommt nämlich noch eine St. Louis. Ah, an die kommen wir nicht ran. Aber Norden, okay, das wird übel. Norden wird übel, definitiv, ja. Aber gut, die South Carolina ist ja schon ziemlich runtergeschossen. Auch die Tenryu sieht nicht mehr allzu gut aus. Müssen wir eigentlich nur noch im Süden gewinnen. Da ist auch schon ein Schiffchen abgesoffen. So, halt dich mal ran, bist zu langsam. Du, jedes Mal, wenn ich das Ruder so gefühlt nur berühre, dann verlierst du gleich 2-3 Knoten. Oh ja, ganz übel. Ja, ich bin entdeckt. Oh, da ist eine St. Louis. Auf die ich nicht schießen kann. Nee, da. Die ist exklusiv mein. Viel Spaß. Das war halt. Ich schieß weiter auf unsere South Carolina. Auf unsere? Bitte auf die Gegner. Naja. Naja, die wir schon angeknabbert so hatten. Ja, aber meine St. Louis wird hier rapide langsam runtergeschossen. Ja, die macht auch nicht mehr lang. Ich habe mein Schlachtschiff versenkt, ich bin glücklich. So, 700 HP noch. Schafft ihr sie? Jupp, die dürfte gleich weg sein. Jo, da ist sie weg. Sehr schön.
Da ist eine Shikuma. Da kommt eine Samson. Samson? Oh ja, Samson. Und eine Shikuma. Schieß mal auf die Shikuma, weil die ist ein bisschen größer. Die treffe ich wenig. Die macht es ein bisschen einfacher. Ich glaube, ich drehe auch mal wieder so ein bisschen bei, dass ich auf die... Genau, das Luder hinter der Insel förmig. Oh, jetzt ist die Samson aber ganz schön nah dran. Oh oh. Samson hat 5 Kilometer Torpedo-Reichweite circa, ja, genau, ne? Gut, dann bin ich noch in Sicherheit. Gut, jetzt kann ich in alle Richtungen schießen hier. Jetzt, wenn die Auswahl zu viel wird, ist es auch in der Regel nicht gut. Ja. Es geht meistens nach hinten los. Jetzt habe ich hier eine Tenryo. Die hat größere Reichweite. Und ich kriege keine Breitseite drauf. Aber von der kann ich mich verstecken, na. So, da bist du ja wieder. Oh ja, und da merke ich gleich, dass die Gegner sich auch wieder mich entdeckt haben. Sich für Wer mich, schießt auf dich? Die Tenryu, aktuell. Die okay. Vordere. Also die bin drauf. Noch. Wenn ich hier vorkomme, müsste ich sie kriegen. Aber hier lohnt es sich leider noch nicht auf Upgrade zu wechseln. Wir haben zwar 152mm Kanonen, aber die sind mit HE denn doch einen Tick besser bestückt. Ah, daneben. Torpedos? Oh. Torps. Übrigens wurde ich letztens gefragt, wie ich schaffe, so schnell das Ziel zu wechseln. Wenn ihr mit der Maus an einem Ziel dran seid und ihr wollt es nicht haben, sondern das daneben, drückt einfach mal X. Dann wechselt ihr nämlich automatisch das Ziel. So, holen wir uns mal die Tenryo, würde ich sagen. Jupp, genau so ist es. So. Ach, was ich noch fragen wollte. Woher gab es eigentlich die Diana? Weil die gibt es ja nicht in-game zu kaufen oder im Shop. Da noch eine Tenryo. Ja, die Diana, die gab es auf der Gamescom. Da hat man sie in einem Goodie-Bag. Oh nein, doch, der Torps. Oh, Gott sei Dank ist die so langsam, dass die auch hart schnell abbremst. Oh ja. Ja, die gab es in einem Goodie-Bag auf der Gamescom. Da konnte man sie bekommen. Jetzt ist noch eine St. Louis, jetzt weiß ich nicht mehr. Alter, überall Ziele. Ja, bei der Gamescom war ich ja nicht. Die wurde mir mitgebracht. Vielen lieben Dank dafür. Entschuldigung, ich war jetzt gerade so viele Ziele, dass ich meinen Satz immer nur halb beendet habe. Ja, wie gesagt, gab es in der Goodie Bag. Da gab es auch die Mikasa damals noch. Die gab es allerdings ja dann auch noch zu kaufen. Für jeden dann erhältlich. Genau. Aber wie gesagt, die Diana gab es dann da und auch für ein paar Glückliche in der Menge gab es auch noch eine Tierpitz. Die wurde dann sozusagen ins Publikum geworfen. Dann gab es da Toto und Verstümmelte. Ja, es gab sogar wirklich Schlägereien. Also das wurde dann auch auf allen Facebook-Gruppen gepostet. Also es war jetzt natürlich nicht so toll. Aber naja, wie gesagt, ist ja immer so, wenn man sowas natürlich macht. Gab es ja mit dem Type auch schon. Oh ja. Aber gut, dann ist wahrscheinlich die Tirpitz der neue Type 59. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, wann sie wieder kommt und wie exklusiv sie sie halten. Ich hoffe ja mal, dass es die auf jeden Fall nochmal gibt, wenn die Deutschen rauskommen, zumindest die deutschen Kreuzer oder die deutschen Schlachtschiffe irgendwann, dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ja, also irgendwann müssen sie jetzt auf jeden Fall meines Erachtens auch wieder bringen. Okay, die Samson ist 5 Kilometer vor mir. Ihr habt es eben gesehen. Das ist bei mir. Ich gehe jetzt gerade auf die Tenryu. Ich jag einen Zerstörer. Mit einem 1899 gebauten Kreuzer gehe ich auf Zerstörerjagd. Und da ist er. So, tschüss Kreuzer. Tschüss Zerstörer. Die Kills laufen bei dir. Yep.
Lief ganz gut. Und wir haben zum Schluss noch eine Überraschung. Richtig. Für deine Zuschauer und meine Zuschauer und alle, die beides gucken. Genau, wir glücken alle unsere Zuschauer. Juhu. Kannst du einfach mal loslegen? Was haben wir denn für eine Überraschung? Also es bekommt jeder Zuschauer bekommt einen Diana-Code. Nein, nicht jeder Zuschauer. okay, jeder Zuschauer wäre ein bisschen arg. Ein glücklicher unserer Zuschauer, so darf man sagen, bekommt einen Diana-Code. Und wir haben da zwei Arten und Weisen, auf die wir die Codes sozusagen unter das Volk bringen. Ich glaube, du machst das auf Facebook, genau. Oder? Ja, ich mache das auf Facebook, weil auf YouTube ist das ein Strike-Grund, deswegen müssen wir leider ausweichen. Aber du hast ja auch eine schöne Möglichkeit. Genau, bei mir gibt es wiederum für die Leser oder für die Zuschauer, die das Video auf WG News sehen. Und da kann natürlich jeder kommentieren und posten, wie er will. Und dadurch, dass ich da der Chef bin, gibt es dann da auch keinen Strike-Grund. Genau. Sag nochmal deine komplette Adresse für WG News. Ja, das ist www.wg-news.com. Genau, also wenn ihr da ein Diana-Video seht, ja, dann ist es wahrscheinlich genau das. Wenn ihr es da sowieso gerade angeklickt habt, dann ist ja super, da einfach drunter posten und ihr könnt da was gewinnen. Also ein Diana-Code vom lieben Andi. Genau. Und das gleiche ist dann bei mir auf Facebook, also facebook.com/mutality, unter dem Video hier einfach posten und nach 2 Tagen oder so werde ich dann einen glücklichen Diana-Gewinner verlosen. Ja. Beglücken, wie auch immer. Ja. War doch eine gute Runde, da glaube ich, kann man sich zumindest mal so eine kleine Idee holen, wie das Schiff performt. Und wir hatten ja jetzt auch genau. Pech, weil das Schiff hat ja nur ein +1 Matchmaking, das heißt, es kann maximal in Tier 3 reinkommen. Das heißt, man sieht auch oftmals Tier 2 Gefechte, also von dem her, und da läuft es dann nochmal eine Schippe besser. Oh ja, da ist die wirklich gut, da macht die richtig Spaß, aber wir wollten euch heute mal ein Tier 3 Gefecht zeigen, um wirklich Worst Case zu zeigen, aber hat geklappt, war lustig. Genau. Gut, dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Hat mich richtig gefreut und bis zum nächsten Mal. Ebenfalls. Ciao. Tschüss.